Johann Friedrich Gmelin, Chemiker, 1783 bis 1804, Hospitalstraße 10. Johann Friedrich Gmelin. Johann Friedrich Gmelin, geboren am 8. August 1748 in Tübingen, gestorben am 1. November 1804 in Göttingen, war ein deutscher Mediziner und Naturwissenschaftler. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet J.F. Gmel. Leben. Der älteste Sohn Philipp Friedrich Gmelins und Vater des Chemikers Leopold Gmelin studierte in Tübingen Medizin und promovierte 1769 zum Doktor der Medizin. Eine Studienreise führte ihn durch Holland, England und Österreich. Für kurze Zeit arbeitete er als außerordentlicher Professor der Medizin in Tübingen, bevor er 1773 einen Ruf als Professor für Philosophie und außerordentlicher Professor für Medizin nach Göttingen folgte. 1778 rückte er zum ordentlichen Medizinprofessor auf und erhielt zusätzlich die Professur für Chemie, Botanik und Mineralogie. Im Jahr 1783 richtete Gmelin in seinem Wohnhaus in der Hospitalstraße eines der ersten öffentlichen Labore ein, in dem Friedrich Strohmeier 1805 erstmals ein chemisches Praktikum für Studenten einführte. Gmelin wirkte hauptsächlich als Autor von Lehrbüchern über Chemie, Pharmazie, Mineralogie und Botanik. Ab 1788 veröffentlichte er eine erweiterte Ausgabe von Carl von Linnés Systema Naturae, die er als 13. Ausgabe bezeichnete. Aus forstlicher Sicht bedeutsam ist seine Abhandlung von der Wurmtrocknis 1787, eine sorgfältige Darstellung der großen Wurmtrocknis. Diese durch eine Borkenkäfergradation verursachte Kalamität hatte den gesamten Oberharz in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in eine Blöße verwandelt. Gmelin war Mitglied der von Johann Matthäus Bechstein gegründeten Sozietät für Forst- und Jagdkunde. Die strauchförmig wachsende Wermutart Artemisia gmelinii wurde zu Ehren von Johann Friedrich Gmelin benannt. Zu seinen Studenten gehörten Karl Friedrich Kielmeier, Friedrich Strohmeier und Wilhelm August Lampadius. Johann Friedrich Gmelin liegt auf dem Albani-Friedhof, Cheltenham Park, in Göttingen begraben.